Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Ich musste gerade eben ganz kurz überlegen, wie dieses Spiel hieß. Wir sind mit Sora unterwegs. Endlich mal einen fähigen Charakter und einen noch fähigeren Goofy und Donald. Ich bin begeistert. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Wir waren die ganze Zeit als Roxas unterwegs, der mir noch nicht so ganz schlüssig wurde. Aber das ist, denke ich mal, Sinn der Sache. Wir finden das bestimmt noch heraus. Oder in einem der 50.000 anderen Spiele drumherum. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, Donald und Goofy, ihr seid my Dream Team. Jetzt wäre es lustig gewesen, wenn wir, du nimmst hier gleich einen Champion-Gurt. Wir wissen ganz genau, dass Donald am meisten auf den Sack bekommt. So, wie sieht's denn hier aus mit den Abilities? Müssen wir ja auch mal gucken. So, seht ihr mal, ist mir noch gar nichts eingesetzt. Doch, das ist eingesetzt. Moment. Ah. Ach doch, ist schon auf. Die sind alle schon equipped. Ich glaube, das hat das eh zu bedeuten. Okay, gut. Dann wollen wir mal loslegen. Ab ins Abenteuer. Woo! Du kannst von jetzt an den Status der Mitglieder deiner Gruppe vom Hauptmenü aus einsehen. Alle Abilities von Roxas und die Taler wurden an Sora weitergegeben. Jiminys Tagebuch enthält Hinweise darauf, was als nächstes zu tun ist und Einträge zu vergangenen Ereignissen. Schön. Wir sind hier, weil wir diese Kiste haben wollen. Ich wusste nicht, dass sie hier steht, aber ich dachte mir, irgendwas wird man hier noch finden. Da hinten ist noch eine. Aha. Der alte Final Fantasy 13 Trick. Naja, eigentlich nicht. Final Fantasy 13 ist nicht so alt wie dieses Spiel. Wenn man irgendwo einen Raum betritt, guck nochmal nach hinten. Du wirst es nicht bereuen. So, reden wir mal mit meinen Freunden. Hallo, Goofy. Geh nicht wieder zurück zum Herrenhaus. Du könntest wieder in einen tiefen Schlaf fallen. Wir sollten ohnehin überprüfen, was das hier für ein Ort ist. Ich bin richtig aufgeregt. Okay. Soll ich es wagen? Soll ich es probieren? Soll ich versuchen, für Donald eine vernünftige Synchro auszupacken? Okay. Dafür, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich habe das schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich fand das als kleines Kind immer sehr, sehr witzig. Ich probiere es einfach mal. Es geht nicht. Ich habe es versucht. Es klappt einfach nicht. Ich bleib wieder so wie bei Kingdom Hearts 1. Okay, vielleicht... ein Anlauf geht noch. Nee, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Wir bleiben lieber bei Quack. Das Problem ist, die Sätze sind halt eben nicht genau das, was Donald normalerweise sagen würde, glaube ich. Die sind ein bisschen zu schwierig. Ich würde fast behaupten, die werden normalerweise klangtechnisch nachbearbeitet, weil... So kleine, kurze Sätze, die halt eben wenige GK und so weiter haben, funktionieren halt eben ganz einfach, wie... Oder, naja, ich habe einen viel zu trockenen Mund dafür, das ist, glaube ich, das Problem. Ich trinke nochmal hier aus meinem kleinen Kaffeepott. Ich werde es einfach weiter probieren. Ich werde es weiter probieren und das... Mal gucken. Vielleicht kriege ich das irgendwann hin, so ein richtiger Donald-Imitator zu werden. Ja, Moment. Das ist so. Ist halt eben so dumm. Nee, das geht einfach nicht. Nee, das geht irgendwie nicht. Man muss halt eben irgendwie ganz hinten mit der Zunge sprechen, um das hinzubekommen. Und dann halt eben so als würde man mit der Zunge furzen. Das ist irgendwie ganz seltsam. Aber das Problem ist halt eben wirklich,
Ich glaube. Klein Moment. Nee, das geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Jetzt kommt so diese innere Blockade, die sagt, ich probier's nicht weiter. You know, I think I've been to this town. What's it called? Guess I must have imagined it. What do you want? Nothing. Just wondering what was back here. Now you know. This is our spot. What? You're new around here, right? I'm Pence. Hayner, nice to meet you. But we got stuff to do, so catch you later. My name's Olette. Hey, did you finish up the summer homework yet? Independent studies are the worst, huh? Homework? Hey, what are your names? Oh, sorry. We're Sora, Donald, and Goofy. Hey there. Sora, Donald, Goofy, we just met someone who was looking for you. He sure seemed in a hurry. He had a black coat on, so I couldn't see his face. But he had these big round ears. Aber das sah aus wie eine Maus, das ist keinem aufgefallen, oder was? Where'd you see him? At the station. The station, thanks. Well, you'd better get back to that assignment. Later. Oh boy, the kids tried to find us. Yeah, let's get to the station. Genau, das ist nämlich der Punkt, das so auszusprechen. Ich würde zwar nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber mich fuchst das jetzt gerade echt, dass ich es nicht hinbekomme, Donald zu synchronisieren. Das ist voll schlimm. By the way, mein Bruder kann das auch. Verdammt teuer, weißt du das nur? Scheiße. Oh Mann, jetzt krieg ich Pippi in die Augen. Ich will das nämlich unbedingt können. Ich will weiter lernen. Ich mach das einfach. Okay, wir gehen zum, ja, das musst du dir den ganzen Tag anhören. Ich werde einfach gar nicht mehr anders mit dir reden. Okay, hier kann ich noch nicht ran. Bahnhof. Der Bahnhof war da nach oben. Daran kann ich mich gerade noch so erinnern. Aber das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Irgendwie will ich gar nicht richtig glauben, dass wir jetzt als Sora und die beiden Tierchen hier wieder unterwegs sind. So. Da ist es mal wieder soweit. Geeks! Aus irgendwelchen Gründen ist die Magiekraft gestiegen. Sag mal, wie fühlt sich Sora eigentlich, wenn er jetzt endlich, wenn er bemerkt, dass er auf einmal nicht mehr Stufe 50 ist, sondern nur noch Stufe 5 oder so? Level 6. Korrektur. Egal, wir haben Goofy und Donald, die machen das schon ganz gut.
Kann es sein, dass die KI in diesem Teil besser geworden ist? Dass die fast wissen, was sie zu tun haben? Das wäre ja ein Träumchen! Oh, Donald ist Stufe 7 geworden. Was mich ein bisschen nervt, ist die Lebenspunktanzeige oben rechts. Ich meine, das ist ein bisschen... Das ist so irgendwie ein bisschen Neuland. Also, was heißt Neuland? Das ist irgendwie ungewohnt. Weil ich eigentlich weniger nach oben rechts gucke, wenn ich mir die Schadensanzeige meines Gegners angucke. Eher in die Mitte oder... Oder irgendwo anders hin. Aber nicht dahin. Ach komm, geh doch jetzt noch nicht schlafen. Your Majesty? Shh. You gotta board the train and leave town. The train knows the way. Here. Die Überbleibsel vom letzten Randy Marsh Treffen. The King? Was that really him? It could have been. Yep, I know it was. The King was locked in the realm of darkness, right? Uh-huh. But we just saw him. Yep. And if the king is here, that means Riku's here. He's gotta be. Well, I'm gonna go look for Riku. Then he and I can go back to the islands together. Kairi's there waiting for us. What are you two gonna do? Yeah. Oh, of course, Sora. You have to ask. Hey, what's so funny? Your face. What do you say, guys? Let's stick together for one more journey. To where again? We have to board the train. Oh, yeah. Come on. Na, ich werd verrückt. Bekommt Sora etwa Charakter? Das gibt's ja nicht. So, vom König 5000 Taler erhalten. Das ist doch mal nett. So, ein wunderschöner Kristall, er funkelt und strahlt, wenn man ihn gegen das Sonnenlicht hält. Kleinen Moment. Ist das nicht der, den Roxas irgendwie vermisst hat? Geheimer Anselm-Bericht, mal wieder. Ein Bericht von Anselm dem Weisen verfasst, kann in Jiminys Tagebuch eingesehen werden. Wait up! Hey, Sora? What? Nothing, but... We came to see you off. It just seemed like something we ought to do. Oh. Really? Thanks. You should hurry and get your tickets. Right. Huh? Mickey's Schweigegeld. The same. Yeah. Three tickets, please. I can't help feeling like we won't see this town again. Why not? You're thinking too much. Yeah, you're right. So, dann sagen wir doch mal, Heiner, gut, tschüss.
Tut mir leid, dass ich vorhin abweisend war. Mich hat die ganze Zeit etwas beschäftigt. Wir sehen uns vielleicht für eine Weile nicht. Passt gut auf euch auf, ja? Ja, kein Problem. Wenn du deinen Freund suchst, der hat sich in Luft aufgelöst. Als er mich befreit hat, oder Sora besser gesagt. Wir sind jetzt quasi Sora unleashed. Jetzt düsen wir durch die Gegend und verprügeln Bösewichte. Quack. Ja, komm, wir düsen einfach mal. Wir haben abgespeichert. Okay, let's go. Bye. Hey, Sora? You sure we haven't met before? Positive. Why do you ask? I don't know. Together. Right. See ya. Tja, na gut. So verlassen wir unsere Freunde. Guess that's that. Let's go. Go where? It's not like we have homes to return to. We don't exist, remember? Yes, it's true. We may not have homes. But there is some place I want to go. And someone I want to see. Same here. So, you think you might let us go? I know you're here to get rid of us, but... Diz wants to get rid of me? Go. You sure about this? I owe you both. For what? Castle Oblivion. You helped us. You don't have to tell me twice. Thank you. Thank you.
There goes our ride. Der Turm. Na klar. Wieso auch nicht? Und warum gehen wir nicht zum Strand? Na egal. Wir gehen hier jetzt einfach. Wir folgen dem. Wir machen das so, wie Mickey das gesagt hat. Nehmen hier die ganzen Kisten mit. Wenn die hier schon so offen rumliegen, dann will ich die natürlich auch haben. Gib mir Loot. So. Quack. Quack. So, jemand ist am Eingang des Gebäudes. Abenteurer Regel Nummer 17. Informationen sammeln. Okay, was waren Abenteurer Informationen Nummer 1 bis 16? Oh nein. I sent some of my lackeys inside to see if the master in his here tower's as big and tough as they say. Word is he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. A heartless? That's right. They're those things that come out of the darkness in folks' hearts. Why, with all those heartless at her side, my dear friend Maleficent is gonna conquer everything. And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of heartless, special for her. Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram, I'm behind schedule as it is. You ought to find something nicer to do. Oh, says who? Huh? Oh, it's you! Pete? What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. His Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world, no, all the worlds are gonna belong to yours truly. Cause Maleficent's gonna help me conquer them. Maleficent, huh? Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it! Well, we might have had something to do with it. Heartless Squad, round up! Nein, die gibt's ja wirklich! Das ist ja niedlich. Dabei dachte ich, wir hätten die verbannt. Na gut, okay. Dann machen wir einen Klassiker. Herzlose Verprügeln haben wir schon vorher gut gekonnt. Machen wir jetzt einfach weiter. Obwohl das eigentlich echt schade ist, weil Sora war ja selber mal so einer. Kurzzeitig, aber er war mal einer. You just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the mighty Pete. So, mighty Pete, who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Of course, he's probably a heartless by now. Master Yen Sid lives here? Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. Ja, perfekt. Carlo ist definitiv sehr begeistert, uns zu sehen. Ich habe mich auch... Dieses... Oh nein, war tatsächlich ein... Als ich ihn dann von hinten gesehen habe, habe ich gemerkt, so, Alter, das ist Kater Carlo. So ein Mist aber auch. Da gibt es sicherlich Ärger. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kater Carlo demnächst ein Charakter sein wird, den wir spielen können. Was die ganze Sache noch um einiges lustiger macht. Irgendwie. Aber egal, gucken wir doch mal.
Der Zauberer hier scheint ja wohl nicht ganz so böse zu sein. Was bist du? Achso, du bist nur ein Durchgang. Der Turm, die schwebende Treppe. Jeeks! Aber dieser Moment, dass die Musik auf einmal einen auf niedlich macht, sobald hier die Herzlosen durch die Gegend geistern. Die Junge aus Six Sense. Ich überlege gerade. Ich wollte sagen, hey, das war auch Anakin Skywalker. Nee, war er nicht. Das war aber auf jeden Fall der aus AI. Wenn mich nicht alles täuscht. Waren nebenbei beides nicht so die geilen Filme. Gut, okay. Das scheint wohl die Tür zu sein, durch die wir müssen. Der hat mich gekratzt. Das kleine Männchen hier. Mit seinen komischen kleinen Fühlern auf dem Kopf. Ach Mensch, den Wackelkopf gibt's auch noch. Alles klar, also Goofy macht zumindest... Quatsch, Goofy sage ich. Donald macht auf jeden Fall schon mal als Magier mehr als im ersten Teil, muss man sagen. Zumindest sieht es sehr danach aus, dass er was tut. Was ich ziemlich cool finde tatsächlich. Macht irgendwie richtig Spaß, mit den beiden auf einmal zu kämpfen. Aktuell gibt es nichts, wo ich großartig rumfluchen kann über die beiden. Well, it's a good thing we're on the job then. So, the worlds aren't at peace after all? So, nochmal einmal Rundumblick. Nichts zu finden. Weiter geht's. Ab zu den nächsten Gegnern, die hier auf dieser Treppe auf uns warten. In 3, 2, 1. Mit Ansage! Wirkt ja schon fast so, als wäre ich einer der Entwickler gewesen. Nein, natürlich nicht. Master Linsen, it's an honor. Hey there. Sora, show some respect. So, you are Sora. Now then, have you seen the king yet? Yes, we did, Master, but we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late. Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean, we have to go on another quest? I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands, whether you will return alone or with your friend, and whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. I'm the key? Chosen wielder of the Keyblade, you are the key that will open the door to light.
This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Genau das, was wir brauchen. Ein Buch. Mit scheinbar mindestens 800 Seiten. Perfekt. Während wir uns jetzt um dieses wunderschöne Buch kümmern und das durchwühlen werden, wofür wir vermutlich so, keine Ahnung, 3, 4, 5, 8 Tage benötigen. Erstmal mache ich das Ding hier auf. Karte der Umgebung. Schön. Damit werde ich euch natürlich nicht langweilen. Das wäre ja schlimm. Deswegen hier erstmal ein Cut. Bis später, wenn wir das Buch durchgelesen haben.